Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir, Sammy Gray, diesmal aus dem Tiger Zoo. Ganz vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben oder auch vielleicht das erste Mal dabei sein. Und zum Anfang nochmal ganz vielen Dank für das Feedback, was doch so zahlreich in den letzten Videos hier aufgetaucht ist. Erstmal danke für den Hinweis, dass die Einstellung oder dass in den Einstellungen doch so einiges gemacht werden kann über die Dinge oder zu den Dingen, über die ich mich letztes Mal so ein bisschen ausgelassen habe, dass die mich im Sandbox-Modus so ein bisschen stören. Habe ich auch wieder gefunden, diese Option. Habe ich damals auch schon mal gemacht, aber war mir in diesem Fall gar nicht mehr so bewusst. Der Wunsch ist auch nach einer bestimmten Tierart da, und zwar dem Luchs, der ja auch im Europa DLC frisch hinzugefügt wurde, sage ich einfach mal. Der kriegt auch seinen Platz, und zwar auch neben diesem Gehege, was hier gebaut wurde oder jetzt für euch noch hier gebaut wird. Wie schnell das sein wird, das kann ich noch nicht so richtig sagen, bin ich ganz ehrlich, weil auch diese Episode ist eigentlich nur eingeschoben, denn ich wollte ursprünglich ja endlich vorne am Eingang so ein bisschen weitermachen. Das Restaurant am Dachsgehege sollte so langsam fertig werden. Die Episode ist auch schon aufgezeichnet. Das Restaurant ist fertig und auch das Gebäude drumherum. Oder ja, drei sind es insgesamt. Die haben schon so in den großen Zügen ihre Form erhalten. Aber ich habe mich dann doch am Wochenende entschieden, ja, nochmal ein Tier hier einziehen zu lassen, welches auch über den Europa-DLC gekommen ist, und zwar der Alpensteinbock. War von vornherein hier auch schon so angedacht, aber ja, ich wollte einfach mal wieder ein Tier einziehen lassen im Zoo, und deswegen habe ich dann diese Episode hier, ja, ich will nicht sagen fix mal fertig gemacht, weil es doch ja ein ganzes Wochenende gedauert hat. Jetzt, wie gesagt, den Kommentar noch sprechen und dann ja das ganze restliche Zeugs, was da noch so zu machen ist, sprich die Endsequenzen aufnehmen und das Ganze dann rendern und hochladen, und okay, ein bisschen Zeit wird noch vergehen, aber bis zum Donnerstag ist es dann üblicherweise geschafft. Ja, ich habe hier diesmal ein etwas anderes Gehege, oder ja, es ist tiefer gesetzt. Ich wollte nicht einfach wieder mit normalen Zäunen und ähnlichen arbeiten, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich es gerne ja so ein bisschen anders gestalte, nicht immer so die Zäune des Spiels, die vorgegebenen Dinge nehme, sondern mir auch gerne mal jetzt ein paar andere Sachen für die Begrenzung ausdenke. Ist nicht wirklich nötig, sage ich jetzt einfach mal, aber es gefällt mir an sich eigentlich ein bisschen besser, und solange dass der Rechner noch aushält und das Spiel und das auch noch läuft, denke ich, kann man das hier auch machen. Denn ich wollte diesen Zoo eigentlich nicht so riesig machen, wie mein letzter, am Ende auch nicht fertiggestellter Zoo aussieht oder ja geworden ist. Also ich möchte es schon ein bisschen kleiner halten in diesem Fall. Und deswegen denke ich, kann man hier auch mal so eine Spielerei machen und auch wie so eine Begrenzung hinten jetzt, wie man das sieht, an den Bahngleisen machen oder hier auch so eine Spielerei wie den Zaun. Und damit das Ganze auch noch wieder hübsch aussieht, zum Gehweg muss natürlich wieder das Rindenmulch herhalten, welches dann ordentlich bepflanzt wird. Und also ähnelt so ein bisschen dem oberen Dachsgehege, aber gut, ist halt so. Mit der Beleuchtung hatte ich vorher so ein bisschen rumprobiert, was ich da an Lampen nehmen sollte. Eigentlich wollte ich so eine schönen kleinen Gehweglampen hier hinsetzen, aber die machen am Ende viel zu wenig Licht, und das habe ich dann gegen diese Laternen hier ausgetauscht, die hier am Zaun hängen. Die gefallen mir immer recht gut, sind mal aus dem Arctic Pack gekommen. Sieht aus wie so eine alte Schiffslampe.
Und hier setze ich so mutig den Rand des Gehweges, hatte ich ja gesagt, wenn man einmal damit angefangen hat, dann macht man das ganz gerne mal. Habe ich dann aber tatsächlich sein gelassen, weil ich die Kurven hinten wahrscheinlich nicht so schick hinbekommen hätte. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht kriegst du es an dieser Stelle doch ein bisschen einfacher hin. Also auch wenn ich das hier noch im Video drin habe, es wird tatsächlich nochmal rausfliegen. Zumindest hier an dieser Stelle. Und durch den ursprünglichen, ja durch die Möglichkeit, die das Spiel anbietet, einen Weg mit einem Bordstein hier zu setzen. Wird wahrscheinlich nach irgendeinem Schnitt hier mal einfach auftauchen. Also das habe ich dann tatsächlich am Ende nicht wirklich aufgezeichnet. Aber ja, fand ich jetzt in dem Fall auch nicht so wichtig. Das Video ist wieder lang genug. Ich glaube, ohne Endsequenzen sind wir auch wieder bei 17 Minuten und das ist schon völlig in Ordnung. Diesmal mache ich es auch von der Warte ein bisschen anders, dass ich tatsächlich erst das Gehege im Groben anlege und später tatsächlich auch erst die Tiere hier reinlasse und mich dann mit der Begrenzung und dann erst die Tiere hier reinsetze. Ich musste überlegen, wo ich dann den Zugang für den Zoowärter setzen kann. Wollte ich nicht vorne bei dem Gehege oder gegenüber dem Gehege des Dammwilds setzen. Deswegen habe ich dann gedacht, so hier die Kurve könnte sich irgendwie gut dazu eignen. Und dann habe ich da gleichzeitig auch ein Unterstand, ein Schlafplatz für die Tiere hier an der Stelle geschaffen. Und auch nochmal daran gedacht, dass die Mitarbeiter, die Tierpfleger ja auch hier einen Zugang, irgendwie das Futter fertig machen müssen. Es gibt ja auch die Tierpflegerhütten. Das bringe ich auch noch hier an dieser Stelle unter, sodass das dann nicht allzu weit weg ist. Ich habe es in diesem Fall auch mittig gesetzt, damit sich dann die Gäste nicht so, so negativ beeinflusst fühlen, obwohl ich das jetzt am Ende, wenn ich darüber nachdenke, auch ausgestellt habe. Aber ich fand an der Stelle die Tierpflegerhütte ganz in Ordnung. So, dann habe ich dann den Mitarbeiterweg gesetzt. Genau, und jetzt fange ich erst an mit der eigentlichen Begrenzung des Geheges. Hier zumindest an diesen Teilen und ich glaube auch jetzt nach unten hin. Da, wo überall schon so ein bisschen eigentliche Mauer vorhanden ist, setze ich einfach eine unsichtbare Mauer gegen, eine Begrenzung gegen. Und dann passt das irgendwie am Ende auch schon. Und mir gefiel letztens auch die Möglichkeit, oder na, die Möglichkeit nicht, das, was ich hier gemacht habe mit der Tür, dass ich die tatsächlich verschwinden lasse und hier einfach eine Tür vorsetze, auch wenn nachher letztendlich der Tiefleger da durchlatscht und durchglitscht oder wie auch immer. Aber ich glaube, es sieht doch ein bisschen schöner aus, wenn da so eine Tür ist, die man als Besucher dann auch wahrnimmt und dann denkt, ach so, hier geht's dann rein zu den Tieren und gut ist. Ja. Das Dach, was ihr da ausgewechselt habt, das war mir zu chinesisch. Das passte dann doch nicht, weil die Ecken mir so spitz waren. Und dann habe ich das Ganze hier aus diesem... Jetzt muss ich überlegen, das ist Arctic Park, glaube ich, das erste. Und da gab es diese Bauteile oben aus dem Norden. Mit diesem ganzen Holzzeugs und noch ein bisschen andere Deko zwischen und dann sieht das Ganze auch schon wieder anders aus. Das Dach wird hier irgendwann später nochmal so ein bisschen angehoben, das hat mir nicht gefallen. Denn wenn man als Gast von der Anhöhe da hinten schaut, dann sieht man hier so ein bisschen die Mittelwände. Das fand ich dann nicht ganz so passend. Ja, dann geht's jetzt hier an die Bestückung. Ich wollte eigentlich in der Mitte, das müsste glaube ich gleich kommen, diesen riesengroßen Gap, da ist er, setzen, damit die Tiere klettern können. Fand ich hässlich, dass das Spiel dann an der Stelle so eine große Ausbuchtung gemacht hat. Deswegen ist der wieder rausgeflogen und habe ich mir gedacht, das kannst du anders, das kannst du auch selbst machen. Das werdet ihr jetzt dann im Anschluss auch sehen. Genau. Und damit denke ich, jetzt habe ich gut hier 10 Minuten, glaube ich,
geredet, würde ich mal sagen, mache ich für meinen Teil hier auch schon an dieser Stelle Schluss. Ihr bleibt mir hoffentlich noch bis zum Ende des Videos hier gewogen und dran und schaut euch das Video auch bis zum Ende an. Würde mich zumindest freuen. Und ja, dann sage ich schon mal Danke für die Beteiligung, für das Feedback, für das Anschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao, ciao. Thank you.